Hallo Leute, wir freuen uns, dass ihr wieder zuschaut. Heute bauen wir wieder zusammen. Ich habe euch von Hidden Side von Lego ein Set mitgebracht, 30464. Das hat 46 Teile und kostet 3,99 €. Wir haben im Netz nichts Günstigeres gefunden. Wenn ihr was gefunden habt, was günstiger ist, schreibt es uns in die Kommentare. Ja, die lustige Rückseite. Ja, dann würde ich doch mal sagen, ich schaue mal nach. Und Klemmkraft zeigt sein Pulli weg. Genau. Ich habe hier was Wunderschönes von Ninjago Legacy. Da kommt, das üben wir jetzt noch. Wie heißt das richtig anständig? Hat 71 Teile. Kostet das heißt auch 3,99 €. Ninjago 71 Teile. Nee, Legacy. So. Wenn ich Werkzeug bekomme, kriege ich die Tüte sogar fehlerfrei auf. Ach, Menno, immer das Werkzeug hier. Und da ist eine Figur dabei. Ja. Mit einem schicken Helm. Das ist doch nicht der Helm. Willst du dich verscheißern, oder was? Nee, ich sehe aber den Helm schon und der ist... gewöhnungsbedürftig. Sag mal so, wenn man drauf guckt, klingt am schlecht. Ach so. Eine Spinnenfahle. Ne, das ist ein Zielschirm. Auch gut. Ey, da bin ich immer gespannt, was da zusammengebastelt wird. So, ich baue hier ein Autochen. Ein Flitzer. So, Knochengerüst ich noch. Ich lall ja weg. Wofür braucht der einen Helm? Kann mir das mal einer erzählen? Damit er sich nicht verletzt. Naja, ist klar. Der sieht ein bisschen fleischlos aus. Kann das sein? Nö, ne? Hat eine neue Diät erfunden. Ja. Cool. Jetzt bin ich mal gespannt. So, möchte gern Handschellen. Ja, was ist jetzt oben und was ist unten? Ist mir jetzt auch langsam egal. So. Ja, so. Den Fleischlosen habe ich jetzt zusammengebaut. Ja, dann würde ich doch mal sagen, schaut ihn euch an. Und der sammelt nahe seinen Knochen. Ja. Dann gibt es auch so einen ganz tollen Witz. Kommt einer zum Augenarzt und der hat als Anschauungsmaterial so ein Skelett da in der Ecke hängen. So nach 10 Minuten geht der Kunde hin zu dem Skelett und fragt: Warten Sie schon lange? Kann man mögen, kann man auch lassen. So, dann wollen wir mal gucken, was der hier für eine Tonne hat. Ich glaube, der hüpft irgendwie den Niagara-Fällen runter oder sowas. Hä? Kann das sein? Wegen der Tonne. Sonne, Helm, Zielscheibe. Und jetzt sagt nicht, das ist der berühmte Tornado. Oh Mann. Albern sind wir. Aber nein. Reichlich. Nein. Niemals. Wir doch nicht. Solche Aussagen verbitte ich mir. Ach, da gehört auch eins drauf. Cool. Ich denke, das ist schon die ganze Zeit auf. Ach. So, und jetzt das Ganze umdrehen auch noch. Nein,
Das müssen dann noch ein paar rote Ärmchen drauf. Ja, jede Menge Krallen hat er. Und da kommt dann das drauf. Ja, warum auch nicht, ne? So, rumdrehen. Hat aber auch einen Turboschlitten. Mein lieber Helmsackverein. Die Räder sind vom 2CV. Die haben auch so Fahrradräder drauf. So ein Kumpel habe ich mal geholfen, 2CV, einen Auspuff wechseln. Da habe ich drauf gedrückt. Das ist wie Alufolie, das Ding. Hat aber funktioniert. So, jetzt kommen noch die komischen Dinger da rein. Oh, jetzt kommt die Tonne. Jetzt kommt die tolle Tonne. So. Ah ja. Du weißt jetzt, für was es ist? Ja. Die gehst du gar nicht ganz da rein. So ein Mist. Oh Mann. Ja. Sind die alle so von dem Set oder was? So, hier haben wir ein paar Ersatzteile. Na gut, ich habe es mal ausprobiert. Da hat man, glaube ich, schon mal irgendwas, ne? Ein Heft von der Hintenseite hatten wir. Ah, von einem Heft. Gut, okay. Das lassen wir noch gefallen. Aber das ist ja hier ein bisschen... Nicht nur seit es so eine Serie, die ja jetzt auch wieder vom Markt ist, weil sie so wahnsinnig gut lief. Ne?
Ja, glaube ich, das ist sofort. Was ich da jetzt zusammengebaut habe, ist ja Schwachsinn. Vor allem für die großen Sets brauchst du das Handy. Was soll der Scheiß? Ich kaufe mir doch kein Lego, um mit dem Handy zu spielen. Genauso wie bei diesen Videogeschichten jetzt bei Smith Toys im Angebot. Für unter 50, ne? Für 50%. Weil den Mist keiner kauft. Ja, wir haben doch recht. Du brauchst die App gar nicht. Du musst das Ding gar nicht kaufen. Ein Set von dem Videozeug haben wir hier. Ja, dann haben wir noch hier. Wir trauen uns das nicht vorzuführen. Ich habe mir die App runtergeladen, habe da die Gratisfiguren ein bisschen angeklickt und habe gedacht, was soll der Scheiß? So, überall in den Prospekten und so weiter siehst du diese Bilder, die du dafür brauchst. Kannst du abfotografieren, Puffer geht's. Ja. Du musst nichts kaufen. Komm, machen wir sie gerade auf die Figur. Ja, komm, auf geht's. Ja, komm. Könnt ihr Messer, Klebestreifen. Wenigstens etwas. Wenn du eine Seite aufbaust, reicht das. Ja. Mal gucken, was wir da drin haben. So als Beilage Hasen. Eine riesen Anleitung für das Ding. Diese komischen bedruckten Fliesen. Ja, die kannst du auch überall kriegen. Ja. Ohne zu bezahlen. Davon gibt es jede Menge Bilder. Ein Ghetto-Plaster. Ich meine, der ist ganz hübsch. Wenn man sich eine City baut oder sowas. Oh, das sind dann drei Lieder oder was du da drauf hast oder was? Nee, das sind drei Funktionen, die der Hase dann tanzen kann. Und das siehst du dann im Handy, ne? Ja. Also der tanzt hier nicht. Nein, nein. Die, ja, wie schwachsinnig ist das denn? Die virtuelle Figur tanzt dann vor einem rum. Die haben da irgendwie einen ganz, ganz großen... Wir sollten vielleicht mal nach Dänemark fahren und nachgucken, ob die alle noch Fußmatten haben. So. Die scheinen die geraucht zu haben. Das kommt hier mit drauf. Die Platte auch schön dastehen kann und gestapelt werden kann. So, allein in dem Prospekt sind hinten die Figuren, wo ein Großteil der Fliesen schon abgebildet ist. Ja. Die haben sich damit selbst ins Knie geschossen. Die Marketingabteilung hat alles kaputt gemacht. Dem sie Bilder alles von veröffentlicht hat. Die Marketingabteilung wird vielleicht von einer anderen Firma sein. Ich weiß nicht, ob Universal unbedingt so begeistert davon ist, wie das abläuft. Bei diesen Videogeschichten, ich meine. Die wollen ja Geld sehen. Die denken sich bei einer Kooperation auch irgendwie, da können wir was verdienen. Damit nicht. Ja gut, die verdienen auf jeden Fall. Ich meine, ich werde das nochmal mit der Figur ausprobieren. Mit der Standardfigur kriegt man ein einziges Lied. Mhm. Immer das gleiche Lied. Cool. Und Was kostet das Zeug? Die Dinger kosten 4,99. Keine Angst, habe ich nicht bezahlt. Habe ich fast umsonst gekriegt. Ja, ich wollte dich schon zurechtweisen. Habe ich bei dem Großhändler mitgenommen, weil es mir die Versandkosten dann erspart hat. Und es wären 4,95 Euro. Das heißt, es hat 4 Cent gekostet. Dafür ist es okay. Ich meine, die Figuren sind abgefahren, ja. Sie sind wirklich gut bedruckt. Ja, ich halte sie mal ein bisschen näher. Vielleicht kann man sie sehen. Ja. Schicker Hase. Aber ansonsten, wer ein Foto machen möchte, ja, kurz anhalten und dann könnt ihr das Screenshot oder abfotografieren direkt mit der App.
um die App runterzuladen, braucht ihr nichts. Ihr braucht kein einziges Lego-Set. Das ist eigentlich mal das einzige nützliche Teil in dem ganzen Set. In der City, das steht da als Deko gut rum. Der Hase auch, wenn du da jetzt spielst und machst einen Maskenball, ja, da passt halt ganz gut rein. Genau. Ne? Ja. Oder auch als Freundin von Bugs Bunny. Genau. Gibt es ja auch da irgendwie so ein... Looney Tunes, ja. Ja. Machen wir gerade die... Ja, das Härteste ist ja, die machen jetzt Seinfeld. Wer sowas braucht, der soll es kaufen. Ich will hoffen, dass die sowas brauchen. Ich halte von der Serie, von der Sendung halte ich gar nichts. Ja, das ist Schwachsinn hoch 3. Die meisten lachen über die Witze. Ich kann darüber nicht lachen, weil es Schwachsinn ist. Und ich will hoffen, dass diejenigen, die sich daran freuen, das ist jetzt Sarkasmus, dass das Zeug richtig teuer ist. Weil, naja, ist meine Meinung. Ihr habt vielleicht eine andere. Deswegen nicht gleich böse Briefe oder böse Kommentare reinschreiben. Es gibt universelle Themen, die wirklich mehr Leute ansprechen als jetzt ja auf ein Fanbase gerichtetes Ziel, ja. Die, weißt du, was die von Lego richtigen Durchbruch machen könnten? Wenn die günstig eine Burg bauen würden. Sie bringen günstig, ja jetzt eine Gurt für 30.000 Euro oder sowas. Ja, da können wir selber eine bauen. Ich bin mal gespannt, was sie kosten wird. Ja, die kostet richtig Geld, glauben wir es. Aber, hallo, das wäre optimal. Da könnten sie mal ein richtiges, schönes Loch reinhauen. Die Leute wollen sowas. Aber dann ist es wieder zu teuer. Ja, ich habe was Extravagantes. Ich habe Lego. Kostet man Schweinegeld, die anderen machen alles billiger und schöner, aber ja, ich habe halt Lego. Tut mir leid, Leute. Ich liebe Klemmbausteine. Und wenn ich mir das hier anschaue, ja, da wird einiges passieren mit der hier. Das sage ich euch jetzt schon. Denn wie ihr seht, da guckt schon ein Pferd raus und da reitet ein Reiter drauf von Xingbao. Und der reitet drauf, der steht nicht drauf. Bei unseren Videos seht ihr auch einen reiten und nicht drauf stehen. Ja, dann würde ich mal sagen, wir stellen das vor. Mein Gerippe habe ich schon vorgestellt. Ja. Wenn er mich ärgert und dann kommt er in die Kiste. Aber in die Rabbelschwarze. Dann spielt er da auch mit. Ich denke mal, das wird auch so sein. Ja, kriegt den Helm abgenommen und heißt jetzt, was, Thomas A. Duda? Ja. Ja. Hast einen neuen Namen bekommen, mein Freund. Ja, bei dem wissen sie ja heute noch nicht, ob er wirklich der Mörder von dem Mädchen ist. So, also Leute, die Anleitung, okay. Dann haben wir hier das lustige Wurfgeschoss. Das soll ja dann drin rumliegen, irgendwie. So, und dann wird er... Das war's. Ja, also... 3,99, das haben wir wahrscheinlich auch bezahlt. Soweit ich weiß, haben wir den auch für 2,99 irgendwie beim Penny gekriegt oder irgendeine so, Aktion gut, war das okay, auch. Okay, also. Okay. Halt. Ich kam schon ins Schwitzen wegen dem 1 Euro. Muss ich mich wieder am Bahnhof setzen, hast du mal 1 Euro? Ja, ich würde mal sagen, wem es gefällt, mir gefällt es nicht. Bis auf den Knochenkasper da. Ja, dann Jena. Genau, mal wieder ein Ninjago-Flitzer. Eine Person kann nicht drin sitzen. Weil? Kein Sitz. Ja, ja, war eine Figur dabei? Nee, ne? Nö. Ja, warum auch nicht, ne? Es soll so gebaut werden, also. Man könnte eine Figur reinsetzen, wenn man die Fliesen hier drin rausnimmt. Man kann auch noch was anderes damit bauen. Umbaut. Ne? Man kann es auch zu einem Motorrad umbauen, zu so einem Schwenkding. Mit der Anleitung im Internet.
Ja, auch nicht schlecht. Ja. Haben sie nicht dabei gelegt? Nein, nee, liegt nicht dabei. Du auch, ne? Ja, dann natürlich TÜV rechts, die Schwerter links und rechts. Habe ich auch demnächst vor. Kommt ans Auto dran, links, rechts, ein schönes Katana. Nee. Wir hatten beschlossen, dass oben durchs Dach eine Gatling kommt. Ja, und? Ich sag dir eins, meine Samurai-Schwerter nimmst du nicht dafür. Dann nehme ich halt den kleinen da hinten. Ja. Vom Lich King, ne? Ja. Er passt aber nur auf eine Seite. Vorne, Mitte, Motorhaube. Ja, auch nicht schlecht. Ja, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch. Wenn nicht, Daumen runter. Abonniert uns, wenn ihr es nicht schon habt. Die Funktionsweise der Glocke müsst ihr mittlerweile schon kennen. Ja, da haben wir euch nicht zwei Sets vorgestellt, sondern drei. Wir werden immer besser. Nicht drei am Tag, sondern an einem Stück. Also Leute, ja, das war's dann für heute. Wir verabschieden uns mit, baut auch so nützliche oder unnützliche Sachen. Aber habt Spaß dabei. Ihr müsst Spaß dabei haben, sonst bringt das alles nichts. Genau. Ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss. Ciao.